Jetzt ist es soweit. Jetzt schlüpft er. Jetzt schlüpft er. Kiefer Sutherland ist hier heute Morgen bei uns im Morgenmagazin. Er ist ja eigentlich der Fiesling gewesen auf der Leinwand. Wir kennen ihn. Unter anderem, ne? Aber auch großer Held in 24 zum Beispiel. Und er ist tatsächlich so, sozusagen geschlüpft, weil er hat relativ spät seine Berufung als Musiker entdeckt. Vor 3 Jahren, ne? Und ist ja, mit einem Album sehr erfolgreich gewesen als Country-Musiker. Jetzt ist das zweite Album raus, heißt Reckless and Me. Da ist es. Wer Reckless ist und was sich sonst noch hinter dieser Musik verbirgt, das wird er uns gleich hier direkt erzählen. Vom Filmstar zum Country-Rocker Kiefer Sutherland. Vor 3 Jahren erschien sein erstes Album. Seither tourt er durch Amerika und Europa. Musik war schon immer seine Leidenschaft. Das Kino machte ihn berühmt. Stand by Me, eine Frage der Ehre. Der Western Forsaken gemeinsam mit Vater Donald Sutherland. Ein Golden Globe gewann er als Serienstar Jack Bauer in 24. Now this is how it's done. Writing these words don't come easy to me. Kiefer Sutherland singt über das Leben, die Liebe und Drinks. Im deutschen Fernsehen hat er mit Helene Fischer gesungen. Kiefer Sutherland ist gerade auf Tour, aber Schauspieler bleibt er natürlich auch noch. Jetzt ist er bei uns, Kiefer Sutherland. Guten Morgen. Guten Morgen. Hi, good morning. Herzlich willkommen. Toll, Sie hier zu haben. Wenn man jetzt schon in diesem kleinen Film die Stimme gehört hat, fragt man sich, warum hat der Mann nicht schon immer gesungen? Wieso erst diese späte Berufung? Ich war mir immer bewusst des Stigma eines singenden Schauspielers. Und es war ein langsamer Prozess, bis ich so weit war, ein Album einzuspielen. Ich hatte ursprünglich nicht die Absicht, das hat einfach lange gedauert. Und dann bin ich an einen Punkt gekommen in meinem Leben, in dem ich angefangen habe, zu schreiben, Songs zu schreiben. Da hatte ich genug gelebt, um etwas schreiben zu können über mein Leben. Und das hat einfach gedauert. Und das, was Sie anzubieten hatten, waren persönliche Geschichten. Das, was Sie eigentlich als Schauspielstar, als Jack Bauer nie so richtig rauslassen wollten, das Persönliche, das Private, das kommt jetzt in Ihren Songs durch. Was erzählen Sie da für Geschichten? Ich glaube, wir alle versuchen ja dieses Ding, wie das man Leben nennt, irgendwie durchzubringen. Und ich war sehr glücklich mit meinem Leben. Also, ich habe immer noch viel Glück. Ich hatte zum Beispiel, wenn ich ein Familienmitglied verloren habe oder jemand, den ich sehr mochte, gestorben ist oder Herzschmerz, dann habe ich angefangen, darüber Songs zu schreiben. Und ich habe dann festgestellt, wenn ich die vor Publikum spiele, dass sie das auch nachempfinden können. Wir haben also verstanden, dass wir viel gemeinsam haben, das Publikum und ich. Und das ist so wichtig, dass man diese Verbindung spürt. Ich brauchte eine Weile, um mich daran zu gewöhnen. 30 Jahre lang habe ich mein Privatleben so privat gehalten, wie es nur ging. Und jetzt erzähle ich Geschichten gegenüber 1000 Menschen, die ich vorher nie gesehen habe. Also, aber das war für mich wirklich befreiend. Ich erinnere mich, als ich das erste Mal das machte, hatte ich die Schultern so richtig verkrampft. Aber es fühlte sich aber sehr gut an, mit dem Publikum diese Dinge teilen zu können. Dass es auch harte Zeiten im Leben gibt, über die ich schreibe. Ich schreibe natürlich auch über gute Zeiten und über Spaß, den ich hatte im Leben. Und das hat mir viel Spaß gemacht. Das Ganze, wir haben es gerade gehört, ist Country-Musik. Und es war überraschend für mich jetzt in der Vorbereitung zu lesen, dass Sie eine Zeit lang auch mal als Rodeo-Reiter gearbeitet haben und auch eine Farm besessen haben. Also ist Kiefer Sutherland im Herzen eigentlich ein Cowboy? Ich war Cowboy. Ja, ich war ja Rodeo-Profi in den USA in den 90er Jahren. Das war eine Zeit, als meine Filmkarriere nicht so richtig abgegangen ist. Und da war es prima für mich, etwas anderes zu finden, was ich tun konnte. Und die Menschen, die ich da getroffen habe, waren faszinierend. Das war eine Art, über durch die USA zu reisen, die ich so noch nie erfahren habe. Texas, Arizona, New Mexico. Ich habe da Menschen getroffen, die ich sonst nie getroffen hätte. Und irgendwie bin ich da, habe ich mich in das Land verliebt. Jetzt könnte man ja denken, als Schauspieler ist er gewöhnt, auf großen Bühnen aufzutreten. Wie ist das, wenn man als Musiker auf die Bühne tritt und Konzert gibt? Ich habe gelesen, Sie üben vorher noch mit dem Lasso, sich zu beruhigen. Hilft das wirklich?
No, no. Nein. I'm very lucky. Ich bin einfach ziemlich glücklich. Ich habe eine tolle Band, mit der ich spiele. Und das ist einfach so eine Art, mich so ein bisschen anzupassen. Als Schauspieler stellst du ja immer jemanden dar. Und diese Rolle steht zwischen dir und dem Publikum. An meinen besten Tagen war ich dann Jack Bauer. Aber als Musiker bist du selbst. Und daran muss man sich erstmal gewöhnen. Aber nochmal, was ich wirklich bei beidem liebe, beim Schauspiel und bei der Musik, ist die Möglichkeit, eine Geschichte zu erzählen. Das macht man natürlich auf sehr unterschiedliche Weise in beiden Berufen. Aber das ist wie, wenn man mit Schauspielern arbeitet und eine Geschichte wie 24 erzählt, dann erzähle ich hier die Geschichte meiner Songs mit meinen Musikern zusammen. Das ist wirklich ein gemeinsamer Nenner zwischen beiden Dingen. Und das liebe ich einfach. Reckless and Me heißt das neue Album. Reckless ist ein Pferd, glaube ich. Well, it started off. Ja, so hat es angefangen. Ich sagte ja, ich war Rodeo-Reiter und ich habe angefangen über diese großartige Zeit von einem Rodeo zum nächsten, mitten in der Nacht. Und dann sattelst du das Pferd und dann geht's wieder los. Und das war die ruhigste Zeit, die ich je erlebt habe. Und ich habe dann angefangen, einen Song darüber zu schreiben, über diese Zeit, die ich sehr gemocht habe. Und mitten im Song habe ich festgestellt, Mensch, eigentlich schreibe ich über mein Pferd, aber eigentlich schreibe ich über meine eigene Persönlichkeit dabei. Also es hängt immer zusammen. Und dann habe ich versucht, das rüberzubringen in einem Songtext. Und ich überlasse es immer dem Publikum zu entscheiden, worum das geht in dem Song. Wir freuen uns riesig, dass Sie hier sind und dass Sie gleich auftreten werden in einer Stunde hier bei uns auf der kleinsten Bühne der Welt, Fernsehbühne der Welt. Yes. Kiefer Sutherland, heute im ARD Morgenmagazin. Dankeschön. Vielen Dank. Thank you so much for having me. Oh, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Große Ehre. Und jetzt der Sport. Den. Ja, Butter und Nutella wären wahrscheinlich auch ganz gute Werkzeuge, um dieses Plattencover hier nachzustellen. Reckless and Me von Kiefer Sutherland. Hier hinter mir steht er schon. Und wenn Sie sagen Kiefer Sutherland, den kenne ich doch als Schauspieler. Nein, er ist auch Sänger. Und was für einer. Vom Filmstar zum Country-Rocker, Kiefer Sutherland. Vor 3 Jahren erschien sein erstes Album. Seither tourt er durch Amerika und Europa. Musik war schon immer seine Leidenschaft. Das Kino machte ihn berühmt. Stand by Me, eine Frage der Ehre. Der Western Forsaken gemeinsam mit Vater Donald Sutherland. Ein Golden Globe gewann er als Serienstar Jack Bauer in 24. Now this is how it's done. Writing these words don't come easy to me. Kiefer Sutherland ist gerade auf Tour, aber Schauspieler bleibt er natürlich auch noch. Und heute Morgen ist er bei uns. Herzlich willkommen, Kiefer Sutherland. Thank you for having me. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Sie haben 80 Gitarren, habe ich gelesen. Wofür so viele Gitarren? Ich habe die über Jahre hinweg gesammelt. Viele davon haben Freunde von mir gespielt. Andere wiederum hatten nicht das Geld, sich die Instrumente zu kaufen, dann leihe ich die ihnen aus. Und ich habe einfach viele Gitarren. Ich habe die Sammlung ein bisschen runtergefahren. Ich habe ein paar in Europa, wenn wir hier spielen, ein paar sind in den USA. Aber ich bin viele Gitarren jetzt auch losgeworden, weil die müssen noch gespielt werden. Es waren zu viele für mich alleine zu spielen. Es gibt also irgendwo in Europa ein Kiefer Sutherland Gitarrenlager? Wo ist das? Ja, genau. Ich habe ein paar hier in Deutschland und ein paar in England. Also gut verteilt, auch wenn da mal irgendwie was passiert. Ist das die Lieblingsgitarre dann? Ich habe zwei Lieblingsgitarren. Diese hier, die ich in Europa spiele. Das ist eine Delph und ich habe eine Hummingbird, die ich in den USA spiele. Also, man merkt an dieser Leidenschaft auch, da ist ein Musiker tief drin verborgen in Kiefer Sutherland, in dem Schauspieler. Und dieser Musiker, der kommt raus jetzt auf dem neuen Album, auch Reckless and Me. Und ich darf schon mal sagen, Sie dürfen das Ohr jetzt schon mal rausnehmen, die Übersetzung aus dem Ohr nehmen, denn jetzt geht es nur noch den Titel anzusagen. Open Road mit Kiefer Sutherland live im ARD Morgenmagazin. Thank you. Wir freuen uns drauf. Black road and Georgia trees, midnight moon just
stay with me. Like a lighthouse in the sky. Let these 18 wheels fly. Woke up this morning in a motel 5. The day is dawning, I'm gonna drive through the night. Down that open road, that's the way we stood. And she said, babe, this ain't no good. You made the highway your home. And I'm just tired of living alone. So you go your way, I'll go mine. And maybe someday you'll find what you're looking for. Down that open road, there's a crazy lady with high shoes. I feel a little crazy too. Yes, I do, man. Yes, I do. Got a double sleeper. Well, how are we? So come on, sweet thing. Show me how your love. Down the open road, down the open road, down the open road, down the open road. Kiefer Sutherland live im ARD Morgenmagazin. Thank you very much. Thank you for being here. Absolute pleasure. Im Oktober ist er wieder auf Tour in Deutschland. 4 Termine gibt's in den großen Städten. In October you will be on tour in Germany. Yes. And we'll be looking forward to that. Dankeschön. Wir freuen uns drauf. Thank you. Dankeschön. Und jetzt der Sport.